heute mal wieder ein Live-Vlog. Eigentlich wollte ich heute das Video über meinen Quietschroller machen, weil mein Roller quietscht immer in unregelmäßigen Abständen. Ich habe das mal beobachtet. Und zwar ist das nämlich so, dass er nur bei Nässe quietscht. Warum auch immer. Eigentlich müsste ich mal den Roller, den Variomatic-Deckel aufschrauben und mal reingucken. Aber wahrscheinlich werde ich da eh nichts sehen. Ja, ich fahre jetzt erstmal zum Bauhaus. Ich fahre ab und zu mal dorthin, gucke, was Neues gibt. Manchmal nehme ich mir auch was mit. So nach dem Sturm kann man ja auch wieder fahren. Aber Sonntag soll ja wieder Sturm kommen. Packt eure Roller gut ein. Beziehungsweise stellt die irgendwo hin, wo die nicht sofort direkt umfallen können. Ist ja immer traurig dann, wenn da Kratzer an der Verkleidung sind. Ja, bisher läuft die Energy echt gut. Ich bin zufrieden. Top Roller. Würde ich mir immer wiederholen. Ich habe in den letzten Tagen mal bei eBay Kleinanzeigen geguckt, so nach Bastlerrollern, also so als Projekt für den Sommer. Ich habe bisher nichts gefunden und ich habe mich auch noch gar nicht festgelegt, was für einen Roller ich mir kaufen wollen würde. Ich habe auch nach einer Aerox geguckt, aber die sind so teuer. Also unter 700, 800 Euro kriegt man da nichts. Ich frage mich, warum die so teuer sind. Ja klar, Qualität, Markenroller, klar. Aber hier so eine Energy, das ist auch ein Markenroller, Qualitätsroller. Die kriegt man schon für 400, 500 Euro. Deswegen frage ich mich, warum die Aerox so teuer ist. Wird schon seinen Grund haben. Ich vermute mal, weil die einfach so beliebt ist, vor allem bei den Jugendlichen. Ist ja auch ein cooler Roller, aber das, also ich hatte wirklich noch nie einen, aber so vom Äußerlichen ist mir so eine Sache aufgefallen, die mich schon ein bisschen stört, und zwar der Sozius. Dort gibt es keinen Sozius, aber vermutlich kann man sich eine Sitzbank mit Sozius kaufen, oder? Aber da ist ja der Tankdeckel, ich weiß es nicht. Also hin und wieder habe ich ja hinten einen drauf, aber als Zweitroller wird das eigentlich schon gehen. Was habe ich mir noch sonst noch so angeguckt? Natürlich, Piaggio habe ich wieder eingegeben, geguckt, was da so auf dem Markt ist, hier lokal. Momentan auch nichts Besonderes. Was mich aber auch gereizt hat, ist der Lastenroller von Piaggio. Nämlich die Liberty, die alte, nicht die neue. Denn bei der alten ist vorne hier quasi so ein Gepäckträger. Da kann man so eine riesen Box drauf tun und hinten genauso. So wie bei diesen Pizzalieferanten, die mit den Rollern kommen. Also ich fand das mega praktisch, weil der Roller an sich ist jetzt nicht so schön optisch, meiner Meinung nach. Aber wie praktisch muss das sein, wenn man vorne und hinten so riesen Boxen drauf hat? Da kann man ja mega geile Einkäufe mitmachen. Sowas habe ich mir angeguckt, auch relativ bezahlbar. Ich habe jetzt ein paar Roller gesehen für 400, 450 Euro. Ich finde das okay. Aber ja, wie gesagt, die Optik ist dann halt nicht so cool. Was habe ich mir noch angeguckt? Peugeot habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ein, zwei Leute haben geschrieben, ja, hol dir eine Peugeot. Mit Peugeot hatte ich bisher noch nichts am Hut. Sind bestimmt richtig gute Roller. Optisch ist es natürlich immer Geschmackssache. Von der Optik her sind die nicht schlecht, aber ich finde ehrlich gesagt,
so andere Roller etwas ansprechender, wie zum Beispiel, naja, also ich will mir einen Roller holen, den ich noch nicht hatte, ja. Und Piaggio fällt dann eigentlich komplett raus, weil die Piaggio-Roller sind im Grunde alle gleich. Im Grunde sind die anderen Roller auch gleich, aber ich habe einfach mal Lust auf was anderes, auf was Neues. Um, ich sag mal, wenn es auch übertrieben klingt, meinen Horizont zu erweitern. Ersatzteile habe ich jetzt auch eh nicht mehr so viele für Piaggio, von daher ist das eigentlich auch gegessen. Keyway habe ich mir auch mal zwischendurch angeguckt. Das sind bestimmt auch gute Roller. Also ich bring's mal auf den Punkt. Am liebsten hätte ich entweder eine Aerox, weil die ist cool, aber am liebsten mit Sozius. Oder ich hätte gerne eine Simson. Oder, ganz ehrlich, worauf ich auch richtig Bock hätte, wäre eine Mofa. Da hätte ich so mega Bock zu. Und ehrlich, finde ich das auch gar nicht peinlich, damit rumzufahren. Ich finde, das ist cool. Das hat was. Aber die sind auch mittlerweile echt teuer, die Teile. Also ich habe jetzt geguckt, Piaggio Bravo zum Beispiel, eine 500, 600, 800 Euro habe ich gesehen. Aber ich hätte mega Bock drauf, da ein bisschen was rumzuschrauben. Müssen alle ein Auto fahren? Die sind alle so verwöhnt, die Leute. Die sollen alle Roller fahren. Aber den meisten ist das ja zu kalt. Es gibt kein kaltes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung, wie man immer so schön sagt. Einfach ein paar Handschuhe anziehen, zwei Jacken, eine schöne dicke Jacke anziehen, dann kannst du fahren. Ich sag mal, ich fahre immer, sagen wir mal, bis minus 5 Grad kann ich problemlos fahren, wenn kein Glatteis oder sonstiges ist. Also wenn es trocken ist, kann ich bis minus 5 Grad problemlos fahren. Guck mal, die Autos hier da vorne zum Beispiel oder allgemein, ne, man meistens oder oft sitzt man ja allein im Auto. Man fährt Luft durch die Gegend. Man bewegt 1 bis 2 Tonnen durch die Gegend mit Luft. Ich verurteile niemanden. Natürlich, der eine oder andere braucht das Auto, wenn man zum Beispiel auf dem Land lebt. Ne, da fährt die öffentliche Verkehrsmittel und sowas. Ne, man kommt nicht vom Fleck, na klar, dann braucht man ein Auto. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, auf keinen Fall. Aber wenn man jetzt wirklich kein Auto braucht, ne, ich komme mit der Bahn zum Beispiel überall problemlos hin, überall. Und wenn man wirklich kein Auto braucht, vor allem auch wenn man jetzt alleine ist, keine Kinder hat und so weiter, dann braucht man meiner Meinung nach kein Auto. Das Geld kann man sich sowas von sparen. Ich spare, indem ich einfach kein Auto habe, erstmal mindestens 1000 Euro an Versicherungskosten im Jahr, mindestens. Wartungskosten will ich gar nicht von drüber reden, ist bestimmt mindestens genauso viel im Jahr, wenn man sich einen Gebrauchtwagen kauft oder so. Versicherung hatte ich schon, Steuern kommen auch noch dazu. Sprit will ich gar nicht von reden. Wenn man ein Auto hat, fährt man automatisch mehr. Ja, kann man sich dann ganz leicht ausrechnen. Das sind locker 200, 300 Euro im Monat. Die man einfach spart. Erzieht euch das mal rein. 200, 300 Euro, die man einfach im Monat mehr hat. Ja, und wenn ihr euch zum oder wenn einer sich ein Jahreswagen oder so auf Raten kauft, dann die Raten auch nochmal bestimmt 100, 200 Euro monatlich, ne? Dann sind das ganz schnell mal 400, 500 Euro im Monat.
Es gibt Leute, die wollen das halt unbedingt so hobbymäßig, die hat, das ist halt ein großer Wunsch, so ein Lebenstraum, ne? Okay, dann soll man das machen. Ne? So ein Auto ist ja auch keine schlechte Sache, ist auch schön. Aber ich bin so halt so ein Mensch, ich gucke halt immer so danach, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und wenn das halt natürlich jetzt so ein Hobby ist, dann ist das natürlich was anderes, klar. Wenn man sich das schon von Kindesbein an sowas schon gewünscht hat und sowas immer unbedingt schon haben wollte und davon träumt, dann soll man sich das holen. Da ist ja auch jeder Mensch ein bisschen anders. Shit, ey, jetzt fängt es an zu regnen. Es war so klar, ich bin jetzt 3 Tage keinen Roller gefahren, jetzt fahre ich einmal Roller, wo es gerade noch schön blau war, der Himmel. Und jetzt fängt es an zu regnen, ey. Richtig Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Eine Sache wollte ich noch sagen, was ich dann halt so übertrieben finde. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat nicht viel verdient. Der hat 10 Euro die Stunde verdient. Hatte aber den neuesten VW Passat Kombi, ja. Dann habe ich mir überlegt, der hat sich den Wagen, der war fast neu, war ein Jahreswagen. Der hat, ich weiß nicht, wie teuer der war, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Euro, ich weiß es nicht, aber so um die Ecke. Dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, okay, der arbeitet hier, verdient 10 Euro oder 10, 11 Euro die Stunde. Wie kann er sich das leisten? Außerdem hatte der auch noch 2 Kinder und eine Frau zu Hause. So. Wie funktioniert das mit 10 Euro die Stunde? Da habe ich so halt so geguckt. Dann habe ich gesehen, der arbeitet 200 Stunden im Monat. Der arbeitet 200 Stunden im Monat im Grunde für das Auto, ja? Ach du Scheiße, ich werde gleich richtig nass. Der arbeitet 200 Stunden, um dieses Auto zu finanzieren. Das ist dann nochmal eine andere Sache, wenn man dann sowas hat und sich das eigentlich gar nicht leisten kann, ja. So, der arbeitet 200 Stunden, hat keine Zeit für seine Familie, dann hat der auch noch, hat er mir erzählt, 2-3 Mal die Woche, scheiße, ich habe auch meine Kippen vergessen, dann hat er noch 2-3 Mal die Woche Fußballtraining, dann hat der A, kein Geld, weil er Auto abbezahlen muss, B, keine Zeit für die Family. Sorry, aber das kann ich nicht verstehen. Ne? Gerade da kann ich das nicht verstehen. Dann holt man sich, wenn man eine Familie hat, braucht man ein Auto. Mit Kinderwagen in der Bahn und so, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Das ist klar, man braucht dann ein Auto. Aber dann halt was Günstigeres. Ne? Ich fahre Roller, ich habe kein Auto. Viele denken sich dann, ja, was ist denn mit dem los? Der fährt kein Auto. Aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Viele lachen einen dann vielleicht auch aus oder so. Aber hey, dafür habe ich 400 Euro jeden Monat mehr auf dem Konto. Ich wollte mal auch nach Akkuschraubern gucken, weil ich habe ja so von Einhell so einen Akkuschrauber, wo man das Futter abziehen kann, sodass man quasi die Bits direkt reinstecken kann. Ich finde das ja mega praktisch, weil dieses Bohrfutter beim Akkuschrauber brauche ich nicht. Wenn ich bohren will, habe ich eine Bohrmaschine.